Hallo liebe siebte Klassen zu einem neuen Lernvideo. Diese Woche geht es darum, dass wir das angefangene Fangspiel weiter programmieren wollen. Dies ist also der zweite Teil. Und ich habe mein Programm schon aufgerufen. Ich zeige euch einmal ganz kurz. Ich habe eine kleine Änderung vorgenommen. Und zwar, wenn ich diagonal laufe, dann schaut meine Katze auch in die diagonale Richtung. Und wie ich das realisiert habe, zeige ich euch ganz kurz in meinem Skript. Und zwar, falls die Taste Pfeil nach links und Taste Pfeil nach unten gedrückt wird, dann wird die Richtung auf minus 135 Grad gesetzt. Und dementsprechend habe ich das für die anderen Kombinationen auch so eingestellt. Das hat aber allein ästhetische Gründe. Wenn ihr das für euer Skript nicht so haben wollt für euer Programm, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich fand das irgendwie nur besonders ansprechend, deswegen habe ich das noch so eingestellt. Manche von euch haben aber ja auch ganz andere Figuren ausgesucht. Und da war es dann teilweise so, dass zum Beispiel bei dem Hai, dass der dann auch manchmal auf dem Kopf schwimmt. Da könnt ihr gegebenenfalls eure Richtung einfach noch anpassen. Oder ihr könnt auch bei Bewegung einen Block wählen, setze Drehtyp auf links-rechts zum Beispiel oder eben andere Typen auswählen, dass es eben nicht passiert, dass die Figuren dann auf einmal auf dem Kopf stehen. Aber das ist ganz allein eure Entscheidung, so wie ihr das ansprechend findet. Was wir diese Woche programmieren wollen, ist, dass die Maus automatisch nach einer Sekunde wegspringt, sofern die Katze es nicht schafft, innerhalb von dieser Zeit die Maus zu berühren. Das heißt, jeweils nach einer Sekunde, wenn die Katze es nicht schafft, die Maus zu berühren, sucht die Maus sich eine neue Zufallsposition. Und wie wir das programmieren können, das zeige ich euch jetzt. Und zwar gehen wir in das Skript der Maus. Und es gibt in der Kategorie Blöcke, in der Kategorie Fühlen gibt es Blöcke, und zwar einmal die Stoppuhr und einmal setze Stoppuhr zurück. Ich kann auch die Stoppuhr schon einmal aktivieren. Durch das Häkchen hier wird die Stoppuhr nun in der Bühne eingeblendet. Und diesen Block Stoppuhr, den kann ich dann verwenden wie eine Variable auch. Und der Block setze Stoppuhr zurück sorgt dann dafür, dass die Stoppuhr einmal auf 0 gesetzt wird wieder und danach aber sofort wieder weiterläuft. Hier könnt ihr jetzt schon sehen, meine Stoppuhr läuft irgendwie schon länger. Das heißt, an geeigneter Stelle muss sie gleich einmal zurückgesetzt werden. Diese Stoppuhr hat sich nicht so gut geeignet dafür, wie wir letzte Woche die Zeit programmiert haben. Aber für das Vorhaben, was wir jetzt haben, dafür können wir sie sehr gut gebrauchen. Wir wählen dazu einmal ein Block, wenn ich Start empfange, also zu Spielbeginn, soll die Stoppuhr einmal zurückgesetzt werden. Und dann soll fortlaufend geprüft werden, ob die Stoppuhr größer ist als 1. Das stellen wir einmal ganz fix ein. Also falls Stoppuhr größer ist als 1, dann soll die Maus an eine neue Zufallsposition gehen. Hier, gehe zu Zufallsposition. Diesen Block kann ich übrigens genauso benutzen wie den Block hier oben, wo wir die Zufallszahlen manuell ausgesucht haben. Hier hat es den Vorteil, dass wir vielleicht nochmal sagen können, okay, hier oben gibt es einen Bereich, da soll die Maus vielleicht gar nicht hinspringen, dann können wir das hier so einstellen. In meinem Fall ist es mir egal, da kann die Maus die ganze Bühne benutzen, also können wir auch diesen kürzeren Block hier benutzen. Also falls die Stoppuhr größer ist als 1, dann gehe zu Zufallsposition. Das testen wir einmal aus. So, jetzt springt meine Maus wie wild hin und her, sofern die Stoppuhr größer ist als 1. Aber meine Maus soll ja nur jede Sekunde immer weiterspringen. Das heißt, es muss auch jeweils immer nach einem Durchlauf, falls also die Stoppuhr tatsächlich größer ist als 1, soll die Stoppuhr wieder zurückgesetzt werden.
dann wird sie wieder auf 0 gesetzt, fängt also wieder von vorne an. Und sofern sie dann wieder 1 überschreitet, geht meine Maus in eine neue Zufallsposition und die Stoppuhr wird wieder zurückgesetzt. Das ist also so eine Dauerschleife, die dann abgespielt wird. Wir testen das einmal wieder kurz. Ja, das funktioniert. Also jede Sekunde springt meine Maus jetzt an eine neue Stelle. Wir wollen es aber so haben, dass wenn die Katze es rechtzeitig schafft, die Maus zu berühren, dass erst ab dann die Sekunde losläuft. Das heißt, wir brauchen nochmal den Block Setze Stoppuhr zurück und fügen den hier oben noch ein bei Falls wird Cat 2 berührt. Und hier auch ja die neue Zufallsposition, das Ändern der Punkte passiert, dann soll auch die Stoppuhr zurückgesetzt werden. Also das probieren wir auch nochmal aus. So, jetzt seht ihr in der Stoppuhr auch, okay, wenn ich es schaffe, wird die Stoppuhr einmal zurückgesetzt. Und wenn ich es aber nicht schaffe, dann springt die Maus an eine neue Position, sofern die Stoppuhr größer ist als 1, also der Fall hier unten. Die Stoppuhr, die blende ich dann wieder aus, denn die möchte ich während des Spiels gar nicht sehen. Das heißt, die können wir einfach ausblenden und das läuft einfach im Hintergrund ab. Also auch wenn die Stoppuhr nicht eingeblendet wird, funktioniert es jetzt trotzdem, dass die Stoppuhr im Hintergrund läuft. Was ihr außerdem noch machen sollt, ist, dass ihr einen Highscore programmiert. Dafür braucht ihr auch eine neue Variable, die Variable Highscore. Ich habe die Blöcke hier schon einmal vorbereitet, die ihr dafür braucht. Ihr müsst sie noch richtig zusammenfügen und dann an einer geeigneten Stelle im Skript hinzufügen. Ich würde jetzt bei mir einfach diesen Skript bei Button 1 in dem Skript einfügen, aber es ist auch in anderen Skripten möglich, da es nicht abhängig ist von einer bestimmten Figur. Ich bin mir sicher, dass ihr das aber schafft, diesen Highscore selbst zusammenzubauen, sodass er funktioniert. Ihr könnt gegebenenfalls bei euch nochmal schauen, ob ihr gegebenenfalls irgendwelche Größen nochmal anpassen könnt. Wenn ihr sehr große Figuren habt, könnt ihr hier bei der Größe zum Beispiel die etwas verringern noch, sodass das Spielfeld, also die Bühne, etwas größer noch wirkt. Gegebenenfalls müsst ihr auch eure Zeit für die Stoppuhr nochmal anpassen. Sollte so sein, dass die Maus es schon schaffen kann, dass die Katze es schaffen kann, die Maus rechtzeitig zu berühren. Aber vielleicht, wenn die beiden Figuren besonders weit auseinander liegen, dass es halt dann nicht klappt und die Stoppuhr dann größer ist als eine bestimmte Zeit, die ihr euch einstellen könnt. Außerdem wünsche ich mir noch, dass ihr euch noch etwas Eigenes für euer Fangspiel überlegt. Also zum Beispiel noch eine weitere Figur, die bestimmte Funktionen hat oder besondere Klänge oder Kostümwechsel, die ihr noch einbaut. Da möchte ich eurer Kreativität keine Grenzen setzen. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Umsetzung in eurem Programm.